Herzlich willkommen bei Legendary Games, euren Kanal und Podcast, wenn es eigentlich um alte Spiele geht. Aber heute, ich spiele immer wieder mal NBA 2K19. In den letzten 2 Jahren ist es soweit, dass ich auch die erste Saison abgeschlossen habe im MyPlayer-Modus. Ich habe inzwischen 83 Stärke erreicht, wie man hier unten lesen kann. Und da sind auch alle Stats nochmal aufgeführt. Und nachdem ich MVP der regulären Saison geworden bin, habe ich mich durch die Playoffs gekämpft, bin bereits beim Finale im 4. Spiel und das möchte ich eben aufzeichnen, um euch zumindest mal einen kurzen Eindruck zu geben, was ich so nebenher spiele, wenn ich keine großartigen Retro-Spiele aus den 80ern, 90ern oder 2000ern spiele. Es gibt auch aktuelle Sachen auf dem Kanal, ne? Also wenn das gefällt, gerne ein Abo dalassen, könnt auch Kommentare dalassen bezüglich der Spielweise oder anderen Videos. Und ihr könnt euch sicher sein, es gibt zu alten Spielen hier immer wieder Podcasts, teilweise auch zu Sachen, die bereits ein Video haben, gibt es bereits Interviews mit Entwicklern beziehungsweise eine Unterhaltung mit Freunden, bei der man über diese alten Spiele philosophiert und sich gerne zurückerinnert. Also schaut einfach mal rein auf diese Webseite www.legendarygames, steht auch hier oben. Na, hier oben. Das ist immer gut, dass es seitenverkehrt ist, deswegen mache ich das immer falsch. Könnt ihr auch in anderen Videos sehen. Und jetzt gehe ich einfach mal rein ins Spiel, zeige kurz den Playoff-Baum, die Statistiken und auch die Auszeichnungen, denn ich bin nicht nur MVP geworden, sondern es hat auch für den Rookie of the Year, All-NBA First Team und All-Defense First Team gereicht. Das könnt ihr gleich sehen. Ich gehe mal kurz rein. Also Coach of the Year, MVP, Johann Miku, deswegen, weil er Miku sprechen kann und weil eben der legendäre Spielmacher Miku in Bremen war. Da sieht man dann All-NBA First, All-Defensive First. Leider hat er Antetokounmpo gewonnen, aber man kann halt nicht alles haben. All-Rookie First ist ja auch klar, wenn man MVP ist. Okay, das war soweit erstmal mit den Statistiken. Was noch vielleicht ganz interessant ist, sind die sind die VIP-Statistiken, die sind hier nur klein eingeblendet. Jetzt habt ihr es immer groß im Bild. Ich habe vergessen umzuschalten. Augenblick. Jetzt habt ihr sie groß im Bild. Na, jetzt. Und in diesen Statistiken, habe ich 9:9 gehabt am Anfang, dann bin ich in die Starting 5 gekommen, habe mehr Zeit gekriegt und dann haben wir noch eins verloren mit einem Punkt. Ansonsten sind alle Spiele gewonnen worden. Ich bin Point Guard soweit und ich zeige nochmal kurz die Statistiken, was ich eigentlich zeigen wollte. Ja, genau, erstmal den Playoff-Baum. Also man sieht, ich bin durch den Joker durch ein alterndes San Antonio, was einen super Rookie gekriegt hat auf Shooting Guard, der so der Konkurrent in der Story ist, und dann durch ein gesundes Golden State, das heißt, kein Thompson verletzt, kein Durant verletzt, kein DeMarcus Cousins verletzt, und das hätten die Phoenix Suns ohne mich definitiv nicht geschafft. Phoenix Suns in dem Jahr, wo ich sie jetzt gespielt habe, auch in der regulären Saison, also in der Realität, eines der schlechtesten Teams der Liga, auch weil ein Point Guard gefehlt hat. So gesehen war das für mich ein Glückslos, dass ich zu den Suns gekommen bin. Im Osten hingegen, ganz interessant, Philadelphia im Finale gegen Milwaukee. Das wäre wahrscheinlich auch das Finale gewesen in der Wirklichkeit, wenn nicht Toronto gegen Milwaukee gewesen wäre. Und Toronto hat ja Philadelphia auch in der letzten Sekunde mit Kawhi Leonards legendären Wurf rausgeworfen. Ansonsten ein paar unrealistische Sachen in Playoffs. Washington hat wahrscheinlich darauf gebaut, dass Wall gesund ist und Howard funktioniert. Detroit ist natürlich overrated wie immer und Cleveland hat ja auch mit den Playoffs geliebäugelt nach LeBrons Abgang, aber das war ja nichts mit Thompson und Kevin Love. Ansonsten im Westen die Katastrophen-Lakers mit Ball und Ingram und wen sie da noch alles hatten in der Saison. Das hat ja nur für Fastbreak getaugt, also Fastbreak-Basketball. OKC, auch overrated, sind ja auseinandergebrochen mit Westbrook und George. Und dann haben wir da noch die alternden San Antonio Spurs, die ihn echt gegen den zweiten aus Denver mussten und den zu 7 Spielen gezwungen haben. Und die Houston Rockets mit den Alleinunterhalter James Harden. Dribble, 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 Stepback 3. Ja, Clippers waren damals eine Überraschung auf 8, vor allem weil sie in der Midseason auch Tobias Harris getradet haben, aber haben es hier auch auf die 7 geschafft. Also ganz interessante Statistiken. Ansonsten sieht man hier auch nochmal die Teamstatistiken an sich. Irgendwo stehen auch die Siege. Wie viel es jetzt in Folge waren. Ich glaube, ganz hinten kommt es irgendwo mal.
Ja, vielleicht nicht so wichtig. Also ich habe jedenfalls zig Spiele in Folge gewonnen. Spielerstatistiken sind vielleicht ein bisschen interessanter. Da sieht man unter anderem die Playoff-Statistiken. Das ist in 20 Minuten erzielt, also 20 Punkte, 3 Rebounds, 15,5 Assists, 3,5 Steals und so weiter und so fort. Bei 36 Minuten Statistiken, also ungefähr drei Viertel eines echten Spieles, da kommen kranke Zahlen raus. Die würde man auch wahrscheinlich in der Simulation nicht ganz so gut schaffen. Ich muss dazu sagen, gegen die Sixers in den ersten drei Spielen habe ich ganz gute Statistiken gehabt. Was ein großes Aber ist, der Simmons ist ja kein Dreierwerfer, auch in diesem Spiel nicht. Und das führt dazu, dass er ein bisschen anders verteidigt werden muss und ich eigentlich eher so den klassischen Guard, der an der Dreierlinie wartet oder mal den Ball passen will, verteidige. Er ist schneller als ich, er ist größer als ich, er ist stärker als ich, was auch an meinem Overall liegt. Also Simmons hat bestimmt ein Ende 80er Overall. Und ja, das merkt man durchaus beim Spielen. Also tut mir relativ schwer. Aber bisher hat es statistisch geklappt und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ich nachlegen kann, wenn ich schon mal ein Spiel aufzeichne. Denn von den ganzen Vorgänger 97 Spielen habe ich kein einziges aufgezeichnet. So, viel Spaß beim Zuschauen. Ich kann noch dazu sagen, ich rede relativ wenig, meistens schimpfe ich. Liegt vor allem daran, dass ich festgestellt habe, wenn ich rede, dass ich schlechter mich konzentrieren kann und das führt dann meistens zu einer schlechteren Spielweise. Deswegen rede ich manchmal so ein bisschen vor mich selbst hin, aber ich werde nichts Aktives jetzt It's großartig zum Game Spiel 4 kommentieren, wer of da the welcher Spieler ist. NBA Das wissen Finals. die Fans sowieso. The Wer mit mir Sun in Diskussion is treten will simply über on die a NBA, sehr rampage, gerne. Ich storming schaue through the aktiv finals auch, and with a commanding wenn ich 3-0 kann, lead, we now relativ have a viel, chance lese to do viel. what very few Und würde teams mal have behaupten, been für einen dreamed of. Amateur kenne ich mich ganz Can gut they aus. sweep their way to the Larry O'Brien Trophy in a game 4 against the 76ers? Na, der JJ Redick Which grüßt auch aus heroes New will Orleans. rise? The NBA Der Andrew playoffs Ayton. start now. We're on the verge of a Oubre war crazy ja start. eine 3-0 start to this Mid-Season-Erwerbung year's NBA von Finals. Washington We'll und see if they can pull it off. bei den 76ers ist Vince Butler und Scicchiarono and Tobias Nick Harris in Diabate Trades geholt Carcamo worden im have signed their All-In-Modus, reporter was Jay aber Bolden. dazu geführt hat, dass It's the von dieser Phoenix Suns Starting Five mit and Butler the und Philadelphia JJ Redick 2 Leute 76ers nicht da sind. Aus irgendwelchen Gründen take haben on die the auch keinen 76ers. Embiid They're aufgestellt. Ich trailing vermute mal, er three ist games to verletzt. none. They're hoping Zumindest war das for in den a ersten miracle. 3 Spielen so. Mal sehen, They've ob das got a wieder so miracle on ist. the line tonight as they look for their first win of this Aber series Greg since Monroe hat 2000 überraschend stark Seattle. gespielt, der They feel better Bayern-München about this Spieler. battle. I mean, nobody has ever come back from a So, 3-0 deficit. 3-0 You just führe ich. caught a win one Deswegen game. zeichne You ich auch never das know Spiel what auf. happens Ich in hoffe your natürlich, life. dass es das Momentum letzte ist. might be Ansonsten gibt es breaking for zwei you Let's here or Plays. there. So just win this one and give yourself a chance. Eieieiei, Harris. You've got to play it through, and certainly these Der war bei fans, den how about them? Clippers. They have not given up. They're still 100% behind this Und, team. ja, The 3-0 schön. comebacks have Der been war one bei of the weitem more nicht toxic in sicher, baseball. aber da bin ich nicht attackiert worden. Maybe it's time for it to Und happen in das ist ganz basketball. schlecht. All fueled up and Das ready einzig to go. Gute ist, dass Let's check out who's on the der floor. Andre Ayton Courtesy ihn of direkt Gatorade runterholt. on Phoenix, looking who they've got on the floor. We've got Oubre, Booker out there with AI. Then there's Warren. Her mit dem Ball, her mit dem Ball, her mit dem Ball. Filling out the middle. Warum Now, will here der Typ they are. laufen? After Ben Simmons miss, back to AI. His shot is good, making Schön. him a perfect 2-for-2 from the floor. And you have to admire his focus. Not a good matchup for him in terms of size differential. Yeah, and even with the defender hovering all over him, Greg, he would not be denied. Simmons, it's deflected. They recover it. Butler passes to Harris. Ja, da muss einer hin. Ich musste raus, sonst kriege ich Deckung ist falsch. Das ist der Witz. Dieses Bewertungssystem funktioniert nur so lala. Ich bin damit eigentlich ziemlich unzufrieden. Je länger man das Spiel spielt, desto mehr merkt man auch, dass es unfair ist. Werfen. Jawohl, schön. TJ Warren macht ja eine gute Saison bei Indiana. 2019-20. Bei den Suns galt er als Flop, genauso wie Josh Jackson. Der kommt aber auch nicht so wirklich zum Zug, muss man dazu sagen. So schön. Und das macht er, Ayton. Ayton, jawohl, schön. But they did just that. Yeah, and from the start, Greg, you could tell they were ready to go. Loved how fearless oh, they oh, were. Oh, 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 bitte einen hin. Aggressive attack mode. They don't care where the games are played. They're ready to get it done.
tremendous at anticipating when shots are going up. Aiden is outstanding. Da habe ich übrigens Doppeln gerade gerufen und da bin ich froh, dass er trifft, weil ich habe ganz schlecht für den Rebound gestanden. That is a tough shot. AI in the post. Simmons is there. Jawohl, schön durchgelaufen, aber leider haben sie aufgepasst. Es war eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Diesmal funktioniert das Outboxen. Aber der Aiden kann den Ball nicht fangen. Ist nicht schlecht, 15,5 in 20 Minuten. Ich meine, ich spiele nie alle 20. Competition here in the playoffs to see who will finish with the most assists. Ja, gut, das ist schon vorbei, Junge. Da müsste der in den nächsten vier Spielen 20 machen. Eieiei, den kann man aber machen, Aiden. Sorry, Booker. Das ist doch ein Witz. Rebounding his effort and relentlessness, and Butler has that, and he's also a high energy guy whenever he's on the court. AI kicks to Aiden. Good ball movement here by the Suns. Booker the pass to Oubre. And there's the foul that goes on Jimmy Butler. That is his first foul of the game. And some changes here for the 76ers. Craig Monroe, he's checked in for Marjanovic. And J.J. Redick is subbed in for Jonathan Simmons. Schön. The Suns make a change here as well. Holmes checked in. And they've scored several times already here in the first quarter on the inside. And some changes here for the 76ers. Johnson, he's checked Schlecht. In for Harris. Korkmaz comes in for Jimmy Butler. And it's T.J. McConnell in for Simmons. And then for Phoenix, Jackson, he's checked in for 8. Bridges comes in for T.J. Warren. And it's Crawford in for Devin Booker. Korkmaz, no good. Ball her. Phoenix leading by 3. Bridges dishes to AI. Inside. Schön. Bridges on the assist by AI. Schön gespielt, passt. Und einmal entfesseln für den Mikrowellen-Update. Ah, passt trotzdem. Ah. Passt. TJ McConnell. Die Bank von Sixers war halt auch extrem schlecht, was auch ein Grund war, warum sie gegen die Raptors verloren haben in echt. 5 Punkte, 5 Assists, passt. Guys are looking for a spark here. Yeah, a cold stretch offensively, for sure. Gut, hätte ich auch passen können, aber sicher ist sicher. Läuft. 7-5. Das Problem ist, ich kann für meine eigenen Leute Doppels bestellen, aber nicht für Freunde. Ich kann nicht sagen, hey, der Aiden ist so stark unter Druck, bitte helft ihm mit dem Doppel aus, sondern ich kann es nur machen, wenn ich praktisch in Gefahr bin. So, 11 Punkte vorne, passt. Das war Glück, den hätte ich nicht treffen müssen. Die anderen aber schon. Difficult journey to where he is now, but one thing always got him through. Basketball, that's that. Schön. 3 Minuten 10 lassen sie mich nicht spielen und schon steht's fast unentschieden. Schön. Passt. And they call the foul, so a chance at the line for one more coming up. It's going to be Oubre shooting. It's on Jimmy Butler. For Phoenix, they have shot just one free throw, missing that one earlier. Free throw, good, Oubre. And there's a minute 45 left to play in the first half.
Tobias Harris is out there with Marjanovic. Then there's Jimmy Butler. Then it's Simmons. And it's Simmons in at the one spot. That's the group on the floor for Philadelphia. Schön gemacht, Oubre. And now the Suns a fast break. Und Booker, schön passt. And the Suns tack on two more. How many times have we seen a possession like that from them today? Ending with a basket. Hin, Aiden. Schön gemacht. Gut gemacht. Gutes Foul. Clearly the better team. And we've got an update here, so let's check in with David Aldridge reporting from the sideline. Hi, Kevin. Well, AI in their last time out against the 76ers was a revelation. Simmons und Embiid funktioniert nicht. Also die Sixers sind schon weiter als die echten, wenn die sich tatsächlich für einen von beiden entschieden haben sollten. Jawohl, passt. David, appreciate the report. He was a one-man show in that game. 9-8. It'll be interesting to see how much that took out of him. I mean, he'll have a hard time putting up anything even close to those numbers here tonight. Well, Greg, you know where I'm going. He was a stat sheet stuffer in that game. Did a little bit of everything and did it all well. Six on the shot clock. The 76ers with another miss. Suns leading by seven. In the corner, it's Oubre. Here's Mikou. Back to Oubre. AI passes to Ayton. Here's Mikou. Played in with a nice touch off the glass. Passed. AI's got 11. Oh, fruitful possession. Just doing what they can to extend the lead. Yeah, that's tremendous efficiency there. I mean, you like seeing them put together these types of plays. Now here's Simmons. He's guarded by AI. Outside, Simmons. And they double up Butler. Das ist zu weit für ihn. Weißt du, das sind so Sachen, die kannst du berechnen bei Simmons. Abgesehen davon, dass er Scheiße geworfen hat. Ach, müssen wir nachgucken. Schauen wir mal. Das habe ich auch nicht gesehen, ob er drin ist oder nicht. Also wir sind 9 oder 11 vorne, je nachdem. 0-1. Ich würde sagen, der zählt. Geil. Ich würde sagen, der zählt. War aber Risiko, hätte genauso gut ein Turnover sein können. 11-9-3, 100%. Ein Schiri, der die komplette NBA pfeift. Alle 82 Spiele von 30 Teams. And so it's Phoenix holding on to an 11-point cushion as we get Ja, mit 11 vorne und ich habe 20 plus, das heißt, sie werden 9 hinten ohne mich. Johann Mikou, der Bremen lebenslang grün-weiß. How they took the initiative. They were really locked into what they so. Wanted, not letting the defense dictate their shot selection. And Phoenix looking who they've got on the floor. Und gehört uns, sehr schön. Then there's Ayton. Then there's Oubre. And it's Warren. Hättest mir auch einen Break laufen können, hätte ich nochmal Buden gemacht. Eieiei, da war ich zu früh gestartet oder der Ayton hat sich zu schlecht gestellt. Trottel. Dafür hole ich doch keine Steals. Glück gehabt. Eieiei, ey, das nervt mich. Dreimal einen Ball weggeschlagen und nie einen Ball gekriegt. Ja, war zu klein, der Booker. Hab ich ja schon Probleme und ich bin etwa so groß wie der Booker. Warum müssen denn beide Forwards, Wing-Player da laufen? Sowohl der Guard als auch der Small Forward. Absolutely fearless. I mean, a nice subtle hin. I could not say it any better. Schön Pause machen.
focus taking it inside against the bigger man. Outside for Simmons. Einer hin. Gut. That's a two from Butler. And it's AI with the rebound. Suns leading by 14. Und da läuft einer. Hat leider einen Harris im Rücken gehabt. Into the third quarter of basketball. And now the Suns a fast break. AI with the ball. Here's Oubre. Schön passt. Jetzt hätte ich gerade auf Hot Zone drücken können, also meinen Mikrowellenstatus anmachen, aber ging nicht. Yeah, there's no reason why they should be scoring at will down there easily as they have. I mean, they've got to be more. Ja, entfesselt geht nicht an, weil er gerade die Auszeit genommen hat. Er hatte Glück, sonst hätte ich sie aktiviert. Josh Jackson comes in for Warren. Bridges is checked in for Oubre and it's Crawford in for Booker. And here they go. Jackson. Junge, ey, wie kann man denn den daneben werfen? Du bist so ein Trottel. Also sowas Schwaches. Sieht man mal, warum er selbst werfen sollte. Da könntest du verrückt werden. Die lassen den Ball fallen, vorne macht er das Ding, das einfachen Korbleger nicht rein. Verrückt. Ich würde sagen, die ersten vier gehören zu Suns. And they've both been extremely hot from the floor. Great timing on their part to get it going in the postseason. Oh. Gut, dass ich laufen konnte. That shot off the mark. And the great shooters know when they've got enough opening to go for the three. I didn't think it was a bad choice on that possession. AI passes to Jackson. Mann, Jackson ist einfach ein Trottel. Monroe's got his fourth rebound in this one. Dafür bist du zu klein, TJ. Oh, der Jürgen gehört mir. Was shot by Redick, no good. And it's Jackson with the ball, bringing it up for Phoenix. So schön. Mach ihn halt, ey. Das sind solche einfachen Würfe. Also, ich hätte eigentlich schon zwei Assists mehr, aber die wollen nicht. Sie verweigern sich. Kein gutes Viertel. Kein gutes Viertel. That's also good. So he hits both free throws. 1:46 left to play in the third. Now here's McConnell. He's guarded by AI and stolen by AI. Crawford dishes to AI. Gut, passt. And that's in. Vielen Dank. On the play. AI's got 9 points now in the quarter. Boy, he's dangerous right now. He feels like he's making every shot he puts up. Ah, lässt du mich mal durch? Gut. Das ist ja fürchterlich. Gutes Foul. Schön. So ein bisschen Fitness holen über die Auszeiten. Es gibt keinen direkten spielerischen Grund. Ich meine, das ist zwar ein Bruch da, aber es wäre auch ganz gut, wenn die erste Reihe wieder kommt. 76ers making a switch here. Simmons is checked in. Phoenix calls timeout. Wir nehmen gleich noch eins, weil es so lustig ist. Damit haben wir die Fitness zurück. Having a good coach is critically important. I mean, you need somebody you can count on to make the right adjustment. Was? Hey, ich hab nicht mal. Ach so, der hat noch einen Freiwurf gemacht. Alles klar. Wird immer abenteuerlich. Jetzt spielt schon der Tyler Johnson, der Trottel. Und? Wieder nix. Gebt mir einen Ball, dann passiert wenigstens was Positives. Eieiei. So schwach.
Ja, mit der Kugel. Simmons absolutely in his comfort zone near the rim. I mean, uses his body extremely well and typically gets exactly the kind of shot he wants. Das ist so fürchterlich. Ey, die spielen den mega Bierdeckel da. Zum verrückt werden mit denen. Das ist einzig gute. Kugel her, los. Endlich mal ein richtiger Wurf, ey. Aber ohne Scheiß. So viel schlechtes Szenen. Making his teammates better through his passing, Greg. You know about that because you did it. Great job sharing the ball. Well, I appreciate it, partner. Always important. Auch so kaputt gegangen, nur wegen dem einen scheiß Assist. 1 second separating the shot clock and game clock. Oh, und jetzt auch noch in die Foulzone. Es ist herrlich. Gut, ich meine, wir kriegen noch mal einen Angriff. Das ist einzig Gute. Immerhin noch mal einen Angriff. Yeah, you know what? And I think they've just got to keep on keeping on. Keep drawing contact, attacking, getting to the line. That will certainly give them a chance to get back into the game. And he can smell blood in the water. Excellent. Auch gut. Yeah, no let up. The killer instinct on display, trying to put in as we end the third quarter. 14 Punkte ist eine Menge. We'll make it tough to come back. Suns lead by 14. And coming up as soon as we return from break, the fourth quarter gets underway. In a moment now, as we take a look at ausgerechnet die Szene aus dem ersten Viertel, die nicht sicher reingeht, ist der Assist of the Game, ist klar. So ein schlechter Abschluss. Yeah, and with the accuracy to go along with that vision. I mean, he put the ball in the absolute perfect spot. That's how you orchestrate it. And one quarter to go in a game that to this point has not been an evenly fought contest. They've got Ben Simmons. Marjanovic is out there with Tobias Harris. Schön. Jonathan Simmons. Macht auch nicht jeder, das macht nur ein guter Point Guard. The group on the floor for Philadelphia. The 76ers trail by 14. Oh. And Simmons kicks the ball. Tipped away. And stolen by AI. Here's Warren. Dass der den nicht macht, ey, das ist der Hammer. Der Simmons ist halt auch so schnell, dass er mich einholt, ne, wenn er fit ist. Fürchterlich, das darf einem nicht passieren. Der andere darf auch nicht so in die Zone ziehen, wenn er sieht, ich werde gestellt. These timeouts can be Wahnsinn. Such a huge factor in getting a short rest and recharging the battery. Now, here's AI. Mach ihn. 14. 15 brauche ich für 10.000 Fans. Das ist relativ wichtig, weil ich habe 1,67 oder sowas. The 76ers shooting at 44%. Pretty reasonable. Nabbing another steal. And that's his sixth steal of the night. Mach ihn. Mach ihn, Mann! Hey, die sind ja schweinedumm. Butler finds Simmons. Naja, der ist wieder drin. Can't hit from in close. Geben mir. Und du machst ihn bitte. 15. Endlich. That makes 15 assists. He's been one step ahead of the defense all game long. Butler feeling out a bit. Shoots over Oubre. Ja, ist drin. Kann man nichts machen. Machen wir Auszeiten. Weil ich brauche Fitness. Die sind voll dran, wenn ich nicht auf dem Spielfeld wäre. Wir nehmen gleich noch eine, weil es so lustig ist. 14 Minuten, 20 Punkte, 15 Assists. 6 Steals, 4 Rebounds. 1 oder 2 Blocks. Live on stage. Phoenix leading by 14. Oh, das war mein Fehler. Ich wollte eigentlich auf dem Uber spielen.
War meiner. Sorry. War definitiv meiner. Ihr seid alle entschuldigt. Warren, the pass to AI. And some very quick points for him on that possession. And the Suns lead by 14. Still attacking. Building on this lead. Eieiei. Hey, weil ich die Kamera nicht sehe. Wahnsinn. Scheiß Point Guards, die in der Zone stehen. The Suns have gotten four of their six shots to fall so far here in the fourth. A pretty nice efficiency there. Warren kicks to AI. Machst du? Jawohl, schön. War auch mit Ansage. Oh, der ist auch gefährlich. Der ist gefährlich, das hat man gesehen. Vier Fouls, ist auch eine Menge. Well, their passing has been picturesque, a thing of beauty in both halves. More than a few of their baskets have come off assists. Die spielen schon Full Court Press, 3 Minuten vor Ende. JJ Redick's checked in for Simmons. AI kicks to Booker. AI passes. Machst du, jawohl, schön. Habe ich eigentlich mit Foul gerechnet, aber so geht's auch. If you're going in amongst the trees, you have got to be aggressive. Boy, like his intensity, Greg. He's not afraid to take it straight to the rack on the bigger defender. Right at it. Mann, ey, also jetzt mal ernsthaft. Oubre, du bist so doof. He dishes it to Oubre. Shot clock at 5. And there's a foul. Ja, mit Glück. And that'll be his third foul so far. Geh da mal hin. Warten. And we're about 3.5 minutes into the fourth quarter. Der hält den wunderbar auf mit dem Block. Oubre kicks to Warren. 4 on the clock. Phoenix needs to get off a shot. The hustle from Simmons on defense. Okay. Schön gemacht. Richtig schön eingesprungen. Hat der Andre Ayton sehr gut gelöst. It's gonna be nearly impossible to get back in this one. Yeah, I'm with you on that one, Greg. I mean, they're in a groove. Du musst hin, du musst hin, du musst hin. Gut. Suns leading by 16. And wow, that's the end. 19 hätte ich gesagt. Journey taken by both these teams in unbelievable fashion. Get the NBA title rings ready, folks, for Phoenix. Ja, die gibt's doch erst immer. Generous ball movement tonight, a thing of beauty. Die gibt es doch immer erst in der neuen Saison. And one of the key components to this victory, if not the biggest, was the incredible performance. So, meine Freunde. Just an outpouring of points from him. Nobody could do A plus wäre natürlich gut zum Saisonabschluss. Wir haben A plus. Again and again he finds a way to seize possession. Jawohl. He's amazing. And now he's tied for second all-time GA in steals for a postseason game. A four-way tie with Mookie Blaylock, Tim Hardaway and Craig Hodges. Is he done? Or can he claim a new mark? Here's Simmons. Another miss by Philadelphia. Oubre kicks to AI. To the middle. Mach ihn. Hallo. Ey, das regt mich immer so auf, dass sie das dann fertig spielen wollen. Das ist ein Computerspiel, Mann. Ganz fürchterlich. Zum Glück habe ich ein A+. Ich mische mich nicht mehr ein, ey. Aber es reicht wirklich. Nein, was ist denn jetzt los? Hallo, ich habe die Championship gewonnen. Da will ich jetzt was sehen. Nein, was ist denn jetzt los? Scheiß Server oder was? Das kann doch nicht sein. Hallo, ich will eine Endsequenz. Ey, nein, das kann doch echt nicht wahr sein. Was war denn jetzt los? Nein! Ich habe die Championship gewonnen, die Arschlöcher. Ey, das kann doch nicht sein, oder? Also ihr habt es gesehen, Zeugen, ich habe die Championship gewonnen. Geil. Ich muss es nochmal spielen? Ich glaub's nicht, ey. Ja, genau, Sixers, geiles Team, haben 4 verloren. Ich hoffe, ihr nehmt mir nicht übel, dass ich mich an der Stelle aufrege, aber das ist der absolute Witz. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wir sehen uns wieder. Ich mache auch noch einen Ultimate Team Modus fertig.
Das Ding spiele ich mal ohne Aufzeichnung, beziehungsweise reicht dann die Zeremonie nur nach. Macht's gut und bis bald. Ciao. We'll be right back.